Wie sieht's denn hier aus? Na, kreativ halt. Von wegen kreativ. Ich bin gerade 2 Wochen im Urlaub und in der Küche unserer WG, da wächst schon der Schimmel. Das ist ein Forschungsprojekt. Entwicklung von Feuchtbiotopen im heimischen Abwasch. Eine Langzeitstudie. Und das mit der Dreckwäsche, die das ganze Badezimmer vermüllt? Ja, das steht im Zusammenhang mit dem Videokunstprojekt Dirty Shirts von unserer Hochschule. Und dass du in mein Zimmer eingebrochen bist und alle Musik-CDs durcheinandergebracht hast? Naja, rein theologisch-strukturell brauchte ich Soundtracks für ein Gothic-Festival nächstes Wochenende auf dem alten Friedhof. Okay, pass auf. Kennst du den Film Das Kettensägenmassaker? Ich hab schon mal davon gehört. Hast du dir eine DVD gekauft? Viel besser. Das Ganze spiele ich dir jetzt gleich als Live-Event vor. Die Kettensäge, die habe ich hier in meinem Trekking-Rucksack, die habe ich aus den Rocky Mountains mitgebracht. Ja, und ich? An dir zelebriere ich jetzt das Massaker. Du kannst dich schon mal freimachen. Irgendwelche Alternativen, Chef? Struktur. Sofort und dauerhaft. Okay. Womit soll ich anfangen? Die Küche. Gut, aber dann steck die Kettensäge weg und gib mir Schaufel, Besen und Eimer.